Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir DSG-Getriebeöl tauschen. Das machen wir bei einem Skoda Superb. Der hat 260 PS oder so. Ich würde sagen, legen wir gleich los. Ihr seht, es hat sich was verändert. Hier steht ein anderer Superb, nicht der rote, sondern ein anderer. Das ist meiner Family-Karre. Und wir tauschen da jetzt sozusagen das Getriebeöl und den Getriebeölfilter oder DSG-Getriebeölfilter. Was ist zu beachten bei der Aktion? Ich zeige euch gleich am besten das Werkzeug, was ihr braucht, so grob. Ich zeige euch auch, was ihr an Materialien braucht. Ich habe ja hier den Luxus einer Hebebühne. Ja. Das ist nicht nötig. Man kann das auch ohne Probleme auf der Straße machen. Das Problem ist nur, man sollte das Fahrzeug möglichst waagrecht haben. Ja. Und das ist ein Problem schon wieder, weil um den Getriebeölstand nachher zu kontrollieren, muss das Fahrzeug waagerecht stehen. Und wenn das nicht ist, dann misst ihr einen falschen Getriebeölstand. Dementsprechend könnt ihr das Getriebeöl falsch auffüllen oder ablassen. Das wird ja so ein bisschen abgetropft, das zeige ich aber alles. Und dann könnte das sein, dass ihr einfach zu wenig Getriebeöl rumfahrt. Und es wäre nicht so praktisch. Ich würde sagen, legen wir gleich los. Ich zeige euch mal, an was wir jetzt gleich arbeiten werden. Also, das ist ein Skoda Superb, Baujahr 2012, 260 PS, hat den 3,6 Liter Motor. Ja. Wenn ihr hier reinschaut, ja, da unten seht ihr schon den Ölfilter. Es ist aber praktisch, das Ganze hier abzumachen, dass man besser rankommt, ja, also den Luftfilterkasten. Man kann das auch lassen und versuchen, den rauszuholen, aber dann kann ich euch garantieren, dass ihr irgendwie einen Dreck oder so in den Bereich des Getriebes reinbringt. Das wäre fatal. Dieser Proxon fängt an ab 20 Newtonmeter, ja, und kann 45 Newtonmeter. Das hat einen Vorteil für euch. Mit denen könnt ihr sozusagen unten die Ablassschraube festziehen und gleichzeitig den Ölfilter, ja, Deckel. So, dann braucht ihr eine kleine Ratsche, zumindest ist es sehr hilfreich. Auf jeden Fall den 24er für oben den Ölfilter, ein 8er Imbus, der ist so lang, ist gar nicht so schlecht, ja. Das ist vom Proxon Set. Ich gebe euch das mal unten in die Infobox. Ja, das ist so ein Proxon-Set, da sind alle Imbusse dabei bis 14. Ja. 14er Imbus für unten die Ölablassschraube und das war dann für diese Innenhülse. Ein Torx 25 oder Torx 20er, je nachdem. Dann habe ich hier so einen kleinen Drehmomentschlüssel, der kann halt die kleinen Drehmomente. Das muss aber nicht unbedingt sein, das ist halt ein nice to have. Ja. Und dann hier den großen Torx 45er für die unten die Abdeckung. Diese Abdeckung hat aber nicht jeder Superb, das haben nur meistens die ganz großen. Ja. Eine Verlängerung und hier nochmal eine Verlängerung und ein paar Adapter sind manchmal praktisch, weil hier ist zum Beispiel 3/8, ja, da müsst ihr einen Adapter von 3/8 auf 1/2 haben oder so, je nachdem, was ihr braucht. Ja. Und drunter wird es auch manchmal. Okay, dann habe ich hier noch was, das ist einmal hier zum Befüllen des Öls, ja, und noch eine Taschenlampe ist vielleicht manchmal ganz praktisch, so eine oder so eine Hatzet, wie auch immer. Druckluft ist auch nicht schlecht, wenn man hat, zum Auspusten oder einen Staubsauger zum Saubermachen des Drecks, ja. Hier haben wir den Getriebeölfilter, der hat, ja, das ist ein Originalfilter von VW oder von Skoda. Ich habe das PBT-Getriebe. Ja. Dann braucht ihr einen Dichtring, einen neuen für den Deckel sozusagen. Ich habe jetzt von Liqui-Moly-Öl geholt. Es gibt verschiedene Öle von DSG-Getriebeöle. Und ihr müsst schauen, ob die Freigabe hier mit dem passt, was sozusagen in das Getriebe reingehört. Wie macht ihr das am besten? Schaut nach. Ich habe euch mal gezeigt, wie finde ich Ersatzteile in Online-Shops. Schaut nach in so einen Online-Shop, was die Originalteilnummer für das Öl ist, für euer DSG-Getriebe. Und dann sucht ihr einfach nach der Teilnummer. Hinten steht noch immer meistens ein M2, A2. Also hier steht jetzt zum Beispiel VW G052182. Und dann in der Teilnummer bei diesen Online-Shops sind immer dann noch zum Beispiel A2 oder was auch immer. Ja. Und das sind dann sozusagen, was für ein Behälter es sich handelt. De facto kann ich euch sagen, das Ding hier passt in das Auto rein. Ja. Jetzt ist die Frage,
was hat es mich gekostet? 13 Euro pro Flasche oder 14 Euro pro Flasche. Ich brauche 6 Liter Öl eigentlich. 5,5 Liter, aber ich habe 6 Liter gekauft. Ja. Genau, eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ihr braucht Software. Ihr braucht irgendeine ODB-Software und Hardware, wo sich an den CAN-Bus, also ans ODB anschließen kann und dort auslesen die Informationen der Öltemperatur, ja, vom Getriebe. Das können nicht alle, aber es können viele und es können auch so günstige Teile. Ja. Ihr wisst auch, beim letzten Mal habe ich hier ewig rumgekämpft, als ich den Luftfilter aufgemacht habe. Ja. Und jetzt schaut euch mal das an, wenn man die richtige Zange jetzt dabei hat. Ne. Also da macht man einfach nur so. Und schon ist es erledigt und man hat eigentlich nichts hier Schwieriges zu tun. So, dann nicht wie beim letzten Mal auch hier. Beim letzten Mal auch hier den Nippel nach hinten ziehen und dann rein runterdrücken und vorsichtig abziehen. Dann hätten wir das eigentlich schon. Okay, also ja, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Hier die Laschen, ja, und von unten die Laschen habe ich auch rausgezogen. Also es geht ganz gut. Also nicht festgeschraubt. Na gut, ist auch eine Option. Schwachköpfe. Wahrscheinlich müssen wir den Luftfilter ganz abmachen. Also hier alle Schrauben schon raus. So, jetzt nehmen wir das mal ganz sehr vorsichtig ab. Sollte sehr einfach gehen. Unser neuer Filter. Ah, okay, kräftig ziehen. So, ihr seht es, das ist noch in den Gummipuffern hier drin, ja. Und dann einfach kräftig ziehen. Und dann soll es rausgehen. Zumindest das ist die Hoffnung. Ohne was abzubrechen, gell? Wenn es ganz schwer geht, WD-40. Wir wollen hier nichts abbrechen. Bisschen reiben. So. Ja, also dann geht es viel besser. Also wir brauchen einen 24er. Ich lege mal vorsichtshalber eine Ölwanne unter das Auto. So, jetzt ziehen wir den einfach mal nach oben ab. Neuen Filter aufmachen. Ihr könnt einfach hier Finger reingehen und wichtig, das Ganze hier benetzen, ja. Den Dichtring mit Öl. So, und dann setzen wir das einfach vorsichtig wieder auf. Das muss spürbar einrasten. So, das war's schon. Ich habe hier so einen kleinen Schraubenzieher, ja, für solche Aktionen ist das ganz gut. Dann könnt ihr nämlich hier vorsichtig nicht reinkratzen, aber ihr könnt einfach hier so reinlupfen. Ja. Und sobald ihr das reingelupft habt, seht ihr, dann könnt ihr das so gemütlich wegziehen. Hier befindet sich leicht Dreck an der Außenkante, ich putze das mal. Hier ist genügend Öl da. Ja. Ich tunke das kurz in den Öl und dann kommt die neue Dichtring drauf. Ich bringe das mal hier weg, sonst machen wir hier uns nur eine Sauerei. Also. Und dann einfach wieder drauf tun. Handfest anziehen. Die Dichtung ist jetzt angeölt, das heißt, sollte sehr leicht drauf gehen. Gut. So, auf 20 Newtonmeter stellen. Gut. Gut, das war's schon. Jetzt gucken wir mal, jetzt müssen wir nur noch die Löcher finden. Also ihr seht, das geht sehr bomben. So. Also wichtig, auf der Seite sollte kein Dreck drauf sein, ja, also keine Fussel oder Staubkörner oder was auch immer. Auf der Unterseite ist nicht so schlimm, das sollte sauber dann einrasten. Dann kann man den Deckel montieren. So,
So, das sollte jetzt sauber sitzen. Prüft es nochmal mit den Händen, ja, ob hier irgendwo das noch absteht. Heute nutze ich den Drehmomentschlüssel. Ich weiß, den kennt ihr noch nicht, aber so, das ist genau das 2. 2 Newtonmeter werden alle Schrauben angezogen. Also der Drehmomentschlüssel löst dann aus, indem ihr das Knacksen hört. Ist echt gut an den, weil ihr einfach dreht und dann löst ihr aus. Und also super Teil, muss ich sagen. Nicht vergessen, anschließen, bis es Knacksen macht und dann einrasten, prüfen, ob der Stecker sitzt. Gut, nochmal Kontrolle, ob alles sitzt. Noch hier den Luftfilterkasten festschrauben. Gut. Okay, 8 Newtonmeter. Hier würde ich euch empfehlen, eine Schutzbrille zu tragen. Dann machen wir mal auf. Zur Sicherheit könnt ihr die Ölwanne ein bisschen hochnehmen. Es sind 5 Liter Öl da drin. Das sollte aber jetzt nicht auslaufen. Ja. Da ist noch ein Innenimbus. So. So. (02E) 321 363 C, ja, das ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Hülsenlängen, je nachdem, was ihr für ein Getriebe habt. Das heißt, die ist nicht pauschal für jedes gleich, aber falls ihr euch kaputt gehen könnt und die Nummer nicht lesen könnt, was auch immer, ihr müsst dann die Hülse einfach neu bestellen. Kontrolle, ob die Hülse dreckig ist, ja, ist sie bei mir nicht. Wir schrauben sie jetzt gleich wieder ein. Ja, der Dichtring ist gerade eben runtergefallen. Entweder davon wollte ich gerade eben erzählen. Hier, ja, ist entweder da drauf der Dichtring oder auf der anderen Seite. In dem Fall ist er runtergeplumpst. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Nun ja, jetzt warten wir noch ein bisschen, bis das Öl abfällt. Und dann nehmen wir uns einen 8er Imbus und ich tue auch so lange hier das Gewinde ein bisschen sauber. Neue Kontrolle. Ist da irgendwo ein Dreck? So, jetzt kommen nur noch Tropfen. So, schön vorsichtig. Sollte sehr einfach gehen. Falls es schwer wird, irgendwie, weshalb auch warum, einfach mal kurz unterbrechen, nochmal raus, nochmal rein. So ganz leicht anziehen. Auf 3 Newtonmeter stellen. Fertig. Ich habe mir geholt, ich habe mir geholt so einen Schlauch mit Öffnungs- und Schließventil, Kugelventil da drin, Kostenpunkt, ich glaube 20, 22 Euro. So, das braucht ihr. Einfach hier vorsichtig in das Gewinde hineinschrauben, handfest anziehen, ja, das reicht. So, und dann gehen wir mal nach oben. Okay, wichtig, der Schlauch sollte durchsichtig sein. Ja. Der Vorteil an einem durchsichtigen Schlauch ist das, dass man sehen kann, ob da Dreck drin ist. Also es sollte sauber sein. Ja. Nochmal Kontrolle, ob hier alles sauber ist. Ja. So, jetzt ganz wichtig, wenn wir das Ganze einfüllen, vorher die Flasche gut schütteln. Ja. Die hat nämlich Additive integriert. Die setzen sich ab, wenn die so lange stehen. Meistens sind die ja so gelagert, ja. Und dann setzen sie sich unten ab. Und im Getriebe ist eigentlich immer ein Durchfluss. Und so sorgt ihr dafür, dass die Additive sich vermischen und wieder mit ins Getriebe fließen. Das mache ich jetzt mit allen Flaschen. Ja. Ich fülle jetzt einfach die Flaschen jetzt auf. Ich habe jetzt erstmal den Hahn geschlossen. Bleibt mal stehen. Ja, geschlossen. Und dann drehe ich das Ganze hier mal drauf.
ganz leichten Druck ausüben. Nicht zu stark drücken, das geht schon fast von alleine. Und jetzt ein bisschen Luft ziehen lassen, zusammendrücken, dass die wieder Luft hat und dann wieder zusammen und von vorne. Dann fließt es auch viel schneller. Ihr könnt theoretisch auch hier oben ein Loch reinschneiden, aber dann könnt ihr halt nicht drücken. Ja, das muss mal halt jeder wissen, wie er es macht. Ich würde sagen, so rum ist es fast bequemer. Da sind dann die Behälter immer noch verschlossen. Gut, das sind für mich jetzt 5,5 Liter gewesen. Ich verschließe das Ganze. Also, wir starten jetzt den Motor und vorne ist die Dose noch dran und das Ventil ist geschlossen. Und wir lassen jetzt jeden Gang 3 Sekunden Minimum drin. Wichtig, die Temperaturen sind entscheidend, da sage ich gleich nochmal was dazu. Wir starten jetzt einfach mal. Bremse drücken, gedrückt halten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auf P stellen, Gang raus und runter unter das Auto. Also, wichtig ist die Getriebetemperatur. Wir sind jetzt bei 26 Grad. Ja? Und wir müssen ein bisschen warten, bis die Temperatur ungefähr 35 Grad geöffnet ist. So, jetzt haben wir 36 Grad. Das ist die optimale Temperatur. Zwischen 36 und 40, 45 Grad darf die Getriebeöltemperatur haben. Wir schrauben jetzt einfach die Schraube jetzt hier raus. So. Wir haben jetzt eine Temperatur von 38 Grad. So, es kommt immer wieder so ein Schwall und dann hört es auf. Jetzt hat es aufgehört. Das heißt, jetzt haben wir die optimale Größe. So, nur ein bisschen aufpassen, dass wir die Schraube nicht in den Öl reinfallen lassen. Ja? Den Drehmomentschlüssel habe ich mir schon vorbereitet. Mit 45 Newtonmeter anziehen. Gut, und damit sind wir fertig. Einmal in den Bereich sauber wischen. Also man sagt, alle Schrauben mit 2 Newtonmeter anziehen, das wird bei denen hier nicht funktionieren, das kann ich euch sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass ihr oben die Klammer kaputt macht. Aber falls es sein sollte, dass es zum Beispiel jetzt nicht klappt und die Klammer kaputt geht, ja, dass ihr die Schraube durchdreht, müsst ihr halt einfach neue Klammern bestellen. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, der hat funktioniert, die zwei nicht, da muss ich mir neue Klammern holen. Ja, und auf der Seite schauen wir gleich mal, wie es denn da aussieht. Seht ihr, auch kaputt. Also dann noch eine neue Klammer, 2 neue Klammern. Wir werden beim nächsten Mal einfach die Klammern ersetzen. Das ist auch nichts gewesen. 3 neue Klammern. Okay, hier waren es 2 Newtonmeter. Hier auch. Also 4 neue Klammern brauche ich. Ich bestelle bei euch am besten 10er Pack. Gut, nochmal Kontrolle, ob alles sitzt. Sieht soweit gut aus.
Damit sind wir fertig mit dem Ölwechsel am DSG-Getriebe. Wichtig, das Auto, wenn ihr keinen Wagen, also wenn ihr keine Hebebühne habt, ihr müsst das Auto waagrecht ausrichten. Ja? Also dementsprechend gucken, dass das Auto mit Wasserwaage oder was auch immer, dass das Auto waagrecht steht. Und die Temperatur muss stimmen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Außentemperatur von 35, 36 Grad herrscht, dann müsst ihr die Aktion gar nicht starten. Müsst ihr warten, bis halt ein bisschen kühler geworden ist. Ja, die große Ölwanne, ganz wichtig, ohne die geht es gar nicht. Und Bindemittel fürs Öl, wenn es was daneben geht. Temperatur habe ich ja schon eigentlich alles gesagt. Und Wartungsintervall, sagt man 60.000 Kilometer. Also ich werde euch Bescheid geben, wie das mit dem Öl sich anfühlt, ob es jetzt besser geworden ist oder schlechter geworden ist. Also sobald ich irgendwas merke, dass was nicht stimmt, werde ich euch natürlich Bescheid geben. Aber ich gehe davon aus, dass eigentlich alles problemlos läuft. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare rein, auch wenn es euch gefallen hat, ja. Schreibt mir in die Kommentare rein, vielleicht kann ich beim nächsten Mal was besser machen, ja. Und wenn es euch nicht gefallen hat, tut es mir leid. Ihr könnt auch gerne den Daumen runterlassen, kein Problem für mich. Nur schreibt mir bitte rein, was los war, ja. Dann meinen Channel, MechDio, könnt ihr hier abonnieren. Den anderen Channel, da spiele ich an Elektronik-Sachen rum. Da bin ich gerade immer mit den Autos beschäftigt, deswegen keine Zeit. Hier ein Video aus meinem Bereich. Und mit der Wartung vom Superb, hier geht es ja noch weiter. Ich habe ja gesagt, Zündkerzen will ich noch tauschen. Zündkerzen, genau. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann ist eigentlich so alles abgehakt, was man alle gewissen Zeitraum machen sollte. Und ich hoffe, die Videos helfen euch. Dankeschön fürs Anschauen. Natürlich schaut beim nächsten Mal wieder ein. Nicht vergessen, abonnieren und teilen das Video. Und ich würde sagen, bis dann.